Ja, das Wintersemester naht hier an der TH Aschaffenburg und auch in diesem Jahr hat das Team von Mind Project wieder eine Ringvorlesung zusammengestellt. Diesmal mit den beiden Themen Geld und Wettbewerb. Meine Frage an Sie, Herr Ruppert, warum denn genau diese beiden Themen in diesem Semester? Das ergibt sich einmal aus der Aufgabenstellung des Projekts. Wir möchten dort immer wieder Themen aufgreifen, die relevant sind und auch für Mitarbeitende oder für Unternehmer im Mittelstand in der Region. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Fragestellungen, die im Moment auftauchen, die wir diskutieren müssten und auch können. Da geht es dann zum Beispiel konkret um so etwas Einfaches wie, was ist eigentlich Geld heutzutage? Wie werden wir in Zukunft bezahlen? Wir können von dort ausgehend aber auch den Bogen spannen zu der Frage, was ist jetzt eigentlich Wettbewerb im Zeitalter der Digitalisierung und welche Geschäftsmodelle ergeben sich daraus? Auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Diskussion über Nachhaltigkeitsaspekte in all diesen Feldern. Und wir können darauf aufbauend dann eben auch noch diskutieren, was eigentlich dann Vermögen ist. Also was stellt eigentlich Werte dar, die wir heutzutage erschaffen und in der Gesellschaft verteilen? Geld und Vermögen ist ja eigentlich immer ein sehr spannendes Thema. Und jemand, der sich in einem weiteren Sinne mit genau diesem Thema beschäftigt, ist Frau Bachmann. Sie berät nämlich ausschließlich selbstständige Frauen im Umgang mit Geld. Und sie wird uns jetzt mal kurz erklären, wie genau sie auf diese Idee kam. Ursprünglich hat sich diese Idee Tatsache rauskristallisiert, als ich hier an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg noch im Masterstudium war, am Anfang meines Masters, und habe dort im persönlichen Umfeld, aber auch im Umfeld meiner Mitstudierenden gemerkt, dass sich super wenig Frauen Tatsache proaktiv mit den persönlichen privaten Finanzen auseinandergesetzt haben. Und weil ich natürlich einmal auch aus einer eigenen persönlichen Situation heraus, beziehungsweise natürlich auch aus dem Studium, aus dem, was ich mir im Selbststudium angeeignet habe, heraus wusste, dass es ein unfassbar wichtiges Thema für Frauen ist, natürlich auch gerade im Hinblick auf die ganze demografische Situation, dass Frauen, dass wir was machen müssen in Sachen Geld, in Sachen Finanzen, wollte ich da was verändern. Ich wollte einen Change in die Situation reinbringen und ich wollte vor allem eben auch mein Wissen, meine Erfahrungen teilen, die ich selber gemacht habe, was ich im Studium gelernt habe, was ich in Praktika miterfahren habe. Und dann habe ich mir damals gedacht, ich möchte dieses Wissen eben auf Plattformen teilen, wo ich andere junge Frauen erreichen kann. Und das war damals quasi mit Instagram der Start. Und da bin ich dann unter diesem damaligen Nickname, unter der Brand, die ich eine lange Zeit geführt habe, Fräulein Finance, bin ich rausgegangen und habe Wissen geteilt für andere junge Frauen zum Thema private Finanzen, wie man das ganze Thema für sich selbst angehen kann. Dadurch, dass ich dann natürlich auch im Business viel Kontakt mit anderen selbstständigen Frauen hatte, ist noch mal mehr klar geworden, wie viel oder was für eine große Rolle das Thema Geld, Finanzen auch in der Selbstständigkeit mit sich bringt. Und dadurch kam dann auch noch mal der weitere Shift hin zum Thema Finanzen für selbstständige Frauen und für angehende Unternehmerinnen. Als weiteren Gast freue ich mich jetzt, Frau Rock begrüßen zu dürfen. Sie ist hier schon seit mehreren Jahren als Professorin an der TH in Aschaffenburg für Immobilieninvestment und digitales Immobilienmanagement. Jetzt ist so ein Gebäude als Immobilie ja ein objektiver Vermögensgegenstand, sprich, er hat eigentlich erstmal das gleiche Preisschild, egal ob Mann oder Frau. Warum denken Sie, dass sich das trotzdem nach Ihrer Einschätzung nach bei Männern und Frauen unterscheidet, was ein Immobilieninvestment angeht? Ich denke, Frauen haben im Vergleich zu Männern eine vielleicht größere Scheu vor großen Summen. Eine Immobilie ist ja meistens mit einem relativ hohen Geldaufwand verbunden im Erstankauf. Und die Summe an sich ist, glaube ich, etwas, wovor Frauen eher zurückschrecken. Das liegt vielleicht daran, und das ist auch empirisch erwiesen, dass Frauen in Vermögensanlagethemen generell etwas risikoaverser sind als Männer.
Dazu kommt noch, wenn man eine Immobilie direkt erwirbt, also wenn man wirklich, ich sag mal, das Haus mit mehreren Eigentumswohnungen beispielsweise kauft, also ein Mehrfamilienhaus erwirbt, dass ja damit auch ein gewisser technischer Aufwand verbunden ist oder zumindest Frau glaubt eher, sie braucht ein bestimmtes technisches Know-how, um diese Immobilie verstehen zu können. Na, die Gebäudetechnik etc. Ist vielleicht was zu sanieren, zu modernisieren an diesem Gebäude? Mit welcher Ziffer muss ich das hinterlegen? Welche Kosten entstehen da? Das sind ja Themen, die ich bei anderen, dann doch objektiveren Vermögensgegenständen nicht habe. Ich glaube, das sind Gründe, warum Frauen tendenziell noch eher vor Immobilieninvestments zurückschrecken. Und insbesondere junge Frauen, da erlebe ich das bei meinen Studentinnen noch mehr, dass da die Scheu vor einem direkten Investment größer ist als bei den männlichen Kollegen. Frau Rock, die Digitalisierung spielt ja auch in der Immobilienwirtschaft zunehmend eine große Rolle. Gibt es denn schon digitale Immobilieninvestmentprodukte, die sich ganz besonders für Privatanleger schon lohnen? Das gibt es schon. Es gibt seit mehreren Jahren jetzt bereits Produkte rund um das Thema Immobilien-Crowd-Investing, Immobilien-Crowdfunding. Und diese Produkte sind insofern digital, als dass der Privatanleger sie über eine Internetplattform erwerben kann. Das ist also nicht neu, würde ich sagen, und das funktioniert auch schon sehr gut in dem Sinne, dass man wirklich als privater Anleger mit relativ kleinen Beträgen in eine Immobilie investieren kann. Jetzt ist es so, in meiner Einschätzung, dass der Markt für Crowdfunding sich gerade ein Stück weit konsolidiert. Das heißt, die Anbieter werden weniger, schließen sich eher zusammen, weil man gemerkt hat, dass die Immobilien, die hinter diesen Investments stehen, nicht immer ganz die risikoaversesten Immobilien waren, sondern teilweise eben auch Projektentwicklungen, die noch nicht fertiggestellt waren und noch nicht voll vermietet, wo teilweise die Risikostruktur eigentlich für den Privatanleger ein bisschen zu hoch war. Jetzt findet eine Konsolidierung statt, die Anbieter werden deutlich professioneller. Das heißt, es wird für den Anleger deutlich einfacher und sicherer, hier Anteile zu erwerben auf digitalem Wege. Wenn man das Ganze jetzt in Richtung Digitalisierung noch ein Stück weiter denkt, dann ist gerade in der Planung, dass es zunehmend auch sogenannte tokenisierte Immobilienanlagen geben soll. Es gibt auch schon erste Beispiele in Europa, wo einzelne große Gewerbeimmobilien durch Token-Finanzierung angeboten werden. Das sieht dann so aus, dass der Anleger quasi mit einem Token einen Kleinstanteil an der Immobilie erwirbt und damit aber auch alle Rechte und Pflichten erwirbt, kleinstanteilig natürlich, an diesem Gebäude. Das ist rechtlich in Deutschland zumindest noch nicht ganz so darstellbar. Das heißt, man behilft sich da einem Intermediär und kauft im Prinzip einen Anteil wie eine Aktie, eine Anleihe oder einen Fondsanteil noch im Moment. Also so hundertprozentig digitalisiert und wirklich so, wie es eigentlich auf einer Blockchain-Basis, ist ja auch so ein Hype im Moment, abgebildet werden sollte, das funktioniert noch nicht. Aber über diesen Zwischenweg Fonds oder Anleihe oder Aktie geht es eben schon. Und da schließt sich eigentlich auch der Kreis zu vorhin, auch nochmal für Frauen und Immobilieninvestments. Es ist gar nicht unbedingt nötig, wenn man in Immobilien investieren möchte als Vermögensgegenstand, dass man die Immobilie direkt erwirbt, sondern es gibt mittlerweile wirklich vielfältige, auch gute indirekte Anlagemöglichkeiten, wo man mit kleinen Beträgen und auch für kürzere Zeiten Immobilien erwerben kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Anreiz, dass mehr Frauen den Weg in die Immobilienanlage finden. Und ein Ansatz, den auch Frau Bachmann sehr intensiv für ihr Geschäftsmodell benutzt, das sind die digitalen Methoden. Wie sieht das denn genau aus? Ja, wir arbeiten eigentlich ausschließlich digital, jetzt natürlich in der aktuellen Zeit noch mal mehr. Vorher gab es auch Ideen, Ansätze offline, beispielsweise Workshops anzubieten, aber wir sind natürlich jetzt auf der digitalen Ebene geblieben. Schlussendlich ist es so, dass wir unsere Klientinnen gewinnen über Social Media, über Content Marketing primär. Und Content Marketing sieht quasi so aus, dass wir über Plattformen wie Instagram, über unseren Podcast, den wir haben, Cash and Coffee nennt er sich, über unsere Newsletter, erste Inhalte teilen, erste Impulse mit auf den Weg geben, erste Tipps geben
und dadurch ein Veränderungsbewusstsein kreieren. Wir stoßen quasi in unseren potenziellen Klientinnen das Gefühl an, hey, ja, ich muss hier was tun, ich will hier was tun. Und ich habe auch gleichzeitig schon erste Nuggets, erste Inhalte mit auf den Weg bekommen, mit denen ich selber proaktiv schon erste Dinge verändern und anstoßen kann. Und im Team machen wir das quasi eben auch so. Alle sitzen in Deutschland verteilt an unterschiedlichen Orten, beziehungsweise es spielt im Prinzip auch gar keine Rolle, wer jetzt in Deutschland sitzt oder wenn Mitglieder mal im Ausland unterwegs sind. Wir arbeiten quasi online über Videoplattformen, funken uns da immer zusammen. Unser Projektmanagement-Tool läuft online, aber natürlich auch unsere Mentoring-Sessions mit unseren Klientinnen laufen online. Das heißt, das läuft ganz normal über Videotelefonie, wo wir dann quasi die Inhalte mit auf den Weg geben bzw. Coaching-Prozesse begleiten. Und wenn Ihr Interesse jetzt an dieser Ringvorlesung geweckt ist, möchte ich gerne von Herrn Ruppert nochmal wissen, wo kann ich mich denn weiter informieren? Sie können sich auf der Internetseite von meinproject.eu informieren. Dort gibt es einen Bereich für Veranstaltungen. Da gelangen Sie unmittelbar zur Anmeldung. Für unsere Studierenden ist der Weg ein bisschen anderer. Aber wenn Sie nicht bei uns an der Hochschule studieren, können Sie sich auch gerne über diesen Weg anmelden. Also im Prinzip ganz einfach. Schauen Sie rein und informieren Sie sich.